ein bisschen moderner das Ganze. Und hat das also zu einem, Werk zusammengesetzt. Und als wir heute Morgen das erste Mal das hören durften, also dann kam man zu uns, wir saßen eigentlich vom Außenbord und Stefan fing an zu spielen. Und alle drehten sich irgendwie zu Lisa und rief auf den Holger: Holger, Holger! Und Stefan aufgeladen, Holger war schon fast reingefallen. Und deswegen haben wir jetzt auch die Türen schließen lassen, damit hier keiner von euch sich auf den Weg macht, zu der Melodie, die jetzt kommt, sich hier ins Wasser zu stürzen, weil die Temperaturen draußen. Okay, genug der schönen Worte. Wir wollen alle jetzt dieses Rampenfängerlied auf der Bassgitarre hören. Das ist eine Weltpremiere. Das hat es noch nie gegeben. Und ja, das für euch und uns genauso viel Spaß machen. Jetzt also viel Spaß mit Stefan! Okay. Ja, das war ganz gut. Ich habe vergessen zu sagen, dass Krill ihn jedes Mal begleitet. Und er muss sich jedes Mal wieder rumstellen. In jeder Stadt weiß er nicht ganz genau, was kommt hier. Und jetzt gerade, ich finde, Krill hat das auch hervorragend gemacht. Wollen wir einen kleinen Applaus für Krill? Krill wurde in seiner Jugend nicht oft gelobt. Deswegen versuche ich das jetzt im hohen Alter bei ihm nochmal ein bisschen anzuholen, dass er, wenn er mal von der Erde geht, mit einem guten Gefühl geht und sich nicht denkt, ich war total sinnlos. Auf jeden Fall wollte ich euch kurz fragen, ich weiß nicht, ob ihr das, habt ihr das mit dem Rattenfängerlied schon irgendwie auch mit Rammen in Verbindung gebracht? Ist das schon so, dass ihr sagt, ja, das passt 1:1 oder brauchen wir einen zweiten Durchgang, um das für uns aufzuklären, dass wir auch das Gefühl haben, ah, okay, das gehört in diese Stadt. Wollen wir dieses schöne Lied noch einmal hören? Ja, am besten so gut. Den Krieger würdest du ihn nochmal begleiten? Das waren die Allein. Die Musik ist nach Haus, die Welt ist schon zu Haus. Nur ich sitze noch hier, das wird jetzt von mir gedacht und dann seht die ganze Nacht und ich nehm mich kurz zurück und genieß den Stimmen. Das sind die Momente, wo ich meine Lüge wende. Wir wünschen alle, dass wir die vergehen. Liebe gute alte Zeit, ich bleib ein bisschen stehen und ich hoffe nur eine Weile, denn es ist da so schön, dass man hier und heute bleiben. Yeah.